Ne? So viel Zeit muss sein. Danke, dass Sie Chaudhry gerettet haben. Ist noch arg mitgenommen. Ja. Sam Herz, Patrick Rose. Oh mein Gott, hat es... Ich glaube, mir wird schlecht. Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Es hat es aus Enochs Leiche gezogen. Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enoch sein. Nein. Da ist nichts mehr. Sieht das etwa so aus? Sam, versprich mir, dass du mich tötest, falls ich je so enden sollte. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Wir sind hier sicher. Vorerst. Ich mach mal einen Rundgang. Okay. So. Sarah. Der ganze Weg hierher, nur um auf die Talos zurückzukehren? Der einzige Weg führt durch Frachtraum B. Und da wimmelt es von diesen Viechern, von denen ihr Bruder meinte, sie könnten nicht ausbrechen. Genau wie sie. Ich kenne als Einzige den Code. Er gehört ihnen, wenn sie uns die Feuerkraft besorgen, die wir von Anfang an gebraucht hätten. Erst den Plan für die Geschütze, dann... Laut meinen Männern hat der Fabrikator wieder Strom. Das waren Sie, oder? Das ist korrekt. Ich habe Sie wohl unterschätzt, Doktor. Also brauchen wir nur noch den Plan für die Geschütze. Liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug könnten Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen. Aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Ich werde sie alle umbringen. Okay. Nicht vergessen, wir brauchen den Auslöscherfabrikatorplan, nicht den vom Reployer. Was auch immer ein Reployer sein mag. Okay. Wenn Sie hier herausfinden, dann nehmen Sie Dr. Ikwe mit. Vielleicht kann er ja helfen. Woanders. Wir müssen immer noch ins Neurolabor. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wo das ist. Dass der überlebt. Positive Beurteilung. Bitte geben Sie bei der nächsten Personalversammlung Folgendes an den Sicherheitsdienst weiter. Wir haben von der Erde positive Rückmeldungen zu unserem Versorgungs- und Frachtpersonal erhalten. Während der letzten Besichtigung durch ein Vorstandsmitglied hat das Frachtpersonal der Talos 1 vorbildliche Arbeit geleistet. Gut gemacht. Machen Sie weiterhin so gute Arbeit. Okay. Pures Glück, schätze ich. So, hier habe ich einmal eine Preiskarte. Lade ich mir natürlich erstmal runter. Da-da-da-da. So, keine Ahnung, wohin ich muss. Da hinten geht es in die Gatze, ist ja natürlich auch super. Da unten muss ich hin. Okay. Was muss, das muss. Diese Dinger finden irgendwann einen Weg hier rein, wenn wir nicht zuerst angreifen. Alex muss einen guten Grund gehabt haben, die Aufzüge abzuschalten. Vielleicht wollte er die Station unter Quarantäne stellen. Vielleicht. Okay, wir kommen hier also nicht einfach so durch. Aber ich könnte hier schon mal jemanden scannen. Scan abgeschlossen. Man weiß ja nie. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ja, wenn ich mal dazu kommen würde, halt das alles auch auszuwählen, ne, wie ich das gerne haben wollen würde, dann ist das alles weniger ein Problem. Oh. Loot. So viel Loot. Wie gehst du denn durch Sie die Gegend? Sieht so gut aus. Ach. Hier, heil mich mal bitte. Da-da-da-da. Und nochmal was gescannt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Weiß nicht, ob Wiggy, Dr. Igwe es bei uns besser hat. In seiner Kiste war es vielleicht sicherer. Tag. Und Sie sind? Haben Sie diese Auslöscher-Fabrikatorpläne besorgt? Ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Ich weiß halt nur nicht, wohin und wo lang und wer ist eigentlich Paul. Ja? Oh, hi. Na? Auch hier? Finde ich super. Oh. Da kann ich jemanden scannen. Diese Transtar PPN-8-Pistolen sind hauptsächlich Blendwerk. Die bringen nicht viel. Mit den Auslöschergeschützen haben wir eine Chance. Okay. Ich habe gehört, dass Dr. Ikwe in einer Frachtkiste außerhalb des Dr. Yu, waren Sie in den Besatzungsquartieren? Möglich. Haben Sie meine Frau gesehen? Nicole. Bestimmt sie tot. Sie war dorthin unterwegs. Wenn Sie sie finden, können Sie sie herbringen? Der Gedanke, dass sie vielleicht eine dieser Kreaturen geworden ist,
Tut mir leid, Dr. Yu, das war unangebracht. Verzeihen Sie mir. Okay. Dr. Yu? Darcy? Frachtraum. Könnte es auch einfach dann irgendwann aufschließen und dann kommen die ganzen Viecher hier rein. Danke, dass Sie Chaudhry gerettet haben, Dr. Yu. Ja, bitteschön, bitteschön. Sie hat uns von den Telepathen... Schicken Sie jemanden mit einem Schneidbrenner vorbei. Wir müssen diese Frachtkäfige aufkriegen und herausfinden, was darin für Vorräte sind. Zählt. Aha. Aha. Gibt es noch einen anderen Weg, das hier zu machen? Mit dir rede ich gleich. Ich nehme das als Kompliment. Liegt da oben einfach was drauf? Warte mal. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. So, hier. Ah, da brauche ich dann wieder Hebelkraft 120, ja? Da können wir ja Trick 120 nochmal einsetzen. Einfach mal, ne? Okay, so nicht. Aber ähnlich. Haben wir nicht hier irgendwo was ein bisschen schwer ist? Oh, guck mal, was hier alles... Das sind die Vorräte der Sicherheitsleute. Ja, die werdet ihr nicht mehr brauchen. Ja, das sehe ich anders. Ne, Nahrung und Vorräte. Ich habe alle Vorräte gesammelt, die ich finden konnte. Und wir dürften genug Nahrung für mehrere Tage haben, solange wir sie uns gut einteilen. Kurze Inventur, 3 Bananen zuerst essen, damit sie nicht matschig werden, 2 Granatäpfel, 2 Dimsum, 1 Schachtel Kekse, 1 Fischstäbchen, 5 Unagi-Rollen, 3 Udon-Nudeln, 1 Veggie-Mix, 1 Aselze, Igitt, 1 Kaviar. Was sagen wir, so viel wie wir wollen, solange der Brunnen weiter funktioniert. Ach wirklich? Ich sehe nicht, dass die davon was haben. Aber ich finde nett, dass halt da... Wie ist das alles passiert? Ja, indem ich das eingesammelt habe. Ich finde nett, dass die zumindest halt darauf eingehen und sagen so, hey, das ist nicht passiert, das ist unseres, hey. Ne? Aber die werden eh nicht mehr lange leben. Och komm. Really? Aufhören. Ja, sorry. Ich muss hier durch. So. Okay. Nein, so wollte ich das nicht. Das kriegen wir hin. Wir haben das auch woanders geschafft. Siehst du? Physik in dem Spiel. Physik. Machen wir mal vielleicht von der anderen Seite hier. Ja. Ups. Ups. Ein Waffenupgrade. Also ich brauche gar nicht unbedingt Hebelkraft 3, aber ich glaube, es ist nicht so verkehrt, wenn ich das mal irgendwann mal skille. Okay, sonst haben wir nichts weiter drin. Komme ich irgendwie raus? Da ist ein Knopf. Da drin auch etwas, was ich gebrauchen kann. Sehe da jetzt zumindest nichts. Gut. Hallo, Austin. Wie sieht's mit den Auslöschern aus? Die wären um einiges besser als diese Spielzeugpistolen von Trendstar. Hm. Ja gut, aber... Ne, wie jetzt da hinkommen? Da hinten muss ich hin. Die Frage ist halt nur, wie. Wie und wo und wer ist Paul und so. Na? Ich werde beobachtet. Gut. Also wir müssen irgendwie da hinten hin gelangen. Ich weiß halt nur nicht wie. Aber dann weiß ich schon mal irgendwas hier. Theoretisch muss ich erstmal in diesen Raum rein und alles ausmerzen.
Wie läuft die Jagd auf den AAG-Plan? Einfach nur, damit ich ihn entdeckt habe. Ich habe sie stundenlang beobachtet und weiß immer noch nicht, wie viele es sind. Sie könnten alles sein. Das ist die richtige Einstellung. Sie könnten einfach alles sein. Okay. So, muss ich jetzt tatsächlich wieder in den Außenbereich, um da jetzt irgendwie in den Frachtraum B zu gelangen? Oder gibt es da tatsächlich einen anderen Weg? Frachtraum B. Komme ich hier durch? Ich glaube nicht. Das heißt dann wohl, ich muss wohl oder übel... ach du Scheiße, mein Inventar auch entleeren. Mit dem ganzen Müll, der da schon wieder drin ist. Und dann gucken, wie ich im Frachtraum B über die Außenbereich da reinkomme. Hilft ja alles nichts. Okay, erstmal übertragen. Das da rein, brauchen die eh nicht. So. Läuft. Kann man machen. So. Einmal recyceln. Okay. So. Und dann wieder ab nach draußen. Yay! Nein. Das war ja auch eher witzlos. Das üben wir nochmal. Komme ich da irgendwie durch? Schwere Fehler. Also nein. Gut. Auf zu Frachtraum B. Keine Ahnung wo, aber irgendwo. Das wird schon. Hoffe ich. Dum 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 dum. Ich habe, glaube ich, jetzt auch so viel Neuromods, dass ich mir theoretisch vielleicht Hebelkraft 3 gönnen könnte, oder? Jo. Machen wir das? Oder gehen wir ins Hacken? Ich würde fast sagen, wir gehen ins Hacken. Ne, weil wegen ist so. Wir können natürlich auch noch weiteres Inventar hier brauchen. Wir gehen ins Hacken. Erstmal. Frachtraum B. Wo ist Frachtraum B? Habe ich eine Karte, die mir das anzeigt? Nö. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Fabrikatorplan, da. Da ist auch B markiert, okay. Komme ich da auch irgendwie rein? Außer, wir müssen an dem Weber vorbei. Das, was ich da jetzt für ein Debuff gerade hatte, ist das die Furcht? So. Wie dem auch sei. Das Ding ist Geschichte. Yeah. Kommt mir da einfach irgendwas entgegengeflogen. So. 0, 6, 2, 3.
Okay. War ja doch einfach als gedacht. Hätten wir die Geschütze doch nur früher gehabt. Hätte, hätte, hätte. Material. Der Plan ist nur die halbe Miete. Sobald die Geschütze stehen, kann ich es kaum erwarten, unsere neuen Freunde zu begrüßen. Ah, die Materialien habe ich bestimmt.